Sonntagmorgen. Der wichtigste Tag beginnt. Vor dem Ansturm der Besucher treffen sich die Trommler und Pfeifer an ihrem Platz im Lager. Klar, ich habe da meine Rolle, aber das ist für mich halt mein Leben jetzt da. Und nein, also, ja, da fällt mir jetzt auch nichts Gescheites ein. Ja, aber das, meine, das meint man mit vergessen. Ja. Also irgendwann fällt es einem nicht mehr auf, dass man Kostüm anhat, oder? Irgendwann fällt es nicht mehr auf. Also, ja. Zeitweise fällt es nicht mehr also, auf. Ich finde eigentlich, dass es total normal ist, dass man uns hat. Also weil das ist ja so also oft auch. Und ja, für uns jetzt, aber für ja, genau. Die da draußen, das ist nicht normal jetzt irgendwie. Ne? Ja, aber also, ich nehme das nicht wahr. Also für mich ist das normal. Es geht dann in Fleisch und Blut über irgendwie. Ja, schon. Ja. Macht Spaß, auch jetzt noch, wenn man müde ist. Ja. Dann wächst man schon zusammen irgendwie. Aber gut, das ist eine Extremsituation. Teilweise 20 Stunden. Mhm. Also heute jetzt seit halb neun bis um 1 Uhr sind wir ununterbrochen zusammen irgendwie. Ne? Das ist, ja, wir jünger waren, eben, also wir waren vorhin in einer anderen Gruppe, da ist noch viel mehr zugegangen. Ja. Ne? Also wir haben herzogliche Wache, der Ricky und ich. Wir kennen uns aus der Zeit schon. Das ist schon Gruppen. Das war ganz krass, 97. Das war, da haben wir eine eigene Wohnung gehabt mit 160 Quadratmetern, wo wir da unsere Partys gefeiert haben und so. Ja. Da waren wir halt nur Ende 20. Aber jetzt geht das nicht mehr. Ja. Nein, da gibt es dann viele Geschichten, ne? Die sich da so die ganze Hochzeit ranken und so. Aber alles kann man ja nicht, muss man ja nicht erzählen. Nein. Genießer schweigt. Ein bisschen was muss ja unter der Lache bleiben. Johnny, probier ein Stückerl. Das ist ein bisschen ein Gefühl krank, wie es war im Mittelalter. Geschmacklich. Schau her, wenn es da geht, da rüber. Ja, ein bisschen was geht immer, das wisst ihr ja. Auf geht's. Die Hofküche lässt die ersten Gäste probieren. Aber es ist schön, dass Sie da sind. In der Landshuter Altstadt steht der große Hochzeitszug unmittelbar bevor. Die Edeldamen treffen sich zur Aufstellung. Versteht sich halt einfach gleich sofort wieder super gut, als wie nichts genau zum Beispiel, wie wenn nie irgendwas gewesen wäre. Also, als würde man jeden Tag zusammengehen oder so. Und das ist wirklich, das ist super bei der Landshuter Hochzeit, weil sich einfach jeder mit jedem super versteht, auch wenn man ewig nicht gesehen hat. Ja, immer. Also ich sage jetzt einmal, nach dem ersten Sonntag ist es halt richtig so, dass man richtig drin ist. Die ersten zwei Tage ist noch ein bisschen schwierig, aber wenn dann das alles war und der ganze Umzug und so, dann ist das echt. Und man merkt es auch beim Publikum. Also das Publikum schreit auch noch nicht so wirklich. Und dann so am zweiten, dritten Wochenende, dann bläht das Publikum meistens lauter als wir. Wie wir geschädigt sind vom Weggehen.
manche haben so kleine Winkelsträußchen. Und die Grenze werden geschmissen als Zeichen der Freundschaft und Zuneigung. Die eigentliche Hauptperson, die Braut. In kostbarem Goldbrokat besteigt sie ihre Kutsche. Daneben der Bräutigam. Achtung, Reiter! Achtung, Reiter! Die ersten zwei Tage war es so, dass ich das Gefühl hatte, der Funke ist nicht ganz übergesprungen vom Publikum zu uns und von uns zum Publikum. Und so wie das Wetter heute ist, macht es richtig Spaß und ich glaube, heute geht die Hochzeit erst richtig los. Zehn von uns gehen ganz vorne in der ersten Reihe. Also das ist die Eröffnungsgruppe ganz vorne. Und wir, die anderen 20, gehen dahinter und werden das Ganze ein bisschen lockerer und mit einem ganz großen Hallo dann aufweichen, sage ich mal. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man da reingeht und die Leute dann anbrüllt mit Hallo und die alle schreien zurück. Und dann haben es die Hinteren leichter. Und ich sage immer, Brad Pitt spielt nie vor 120.000 Leuten, mir schon. So schaut's aus. Und wir schauen mal aus wie Brad Pitt, mindestens. Es geht los. Zurück im Lager. Also es ist nicht so, als wäre ich jetzt so richtig berühmt, so wie im Kino, aber es ist schon einiges größer, als wenn man jetzt einfach nur als eine ganz normale Person ist. Es ist echt schon ein kleiner Star. Das braucht sie jetzt dann. Es ist eigentlich schade, dass es nur alle 4 Jahre ist. Alle 2 Jahre würde auch reichen. Wie hat es euch gefallen? Super. Erster Umzug. Super. Ja.
In der herzoglichen Hofküche ist alles bereit. Zwei Männer oder zwei Frauen? Zwei Frauen. Dann klang's. Nein. Passt das schon? Ja, wart's halt, das verhungert ja keiner bei uns. Sowieso nicht. Doch, hier, ne? Hier. Für das Festmahl der Fürsten werden die Schaustücke hergerichtet. Eigentlich freue ich mich, dass wir jetzt das erste Wochenende gut überstanden haben und dass eigentlich alles so schön geklappt hat. Und einfach dann da sitzen und so das ausklingen lassen, diese ganzen Eindrücke. Es ist jedes Mal immer wieder anders. Und wir sind so froh, dass das Wetter so schön ist. Ja, doch ein Dankeschön an den da oben. So was können wir nicht dirigieren. Das war Glückssache, wirklich reine Glückssache. Haufen Leute da. Der Zug, ein Traum. Kommt unheimlich viel zurück von den Zuschauern. Das, was wir wegschicken, kommt mehrfach zurück. Das ist das, was du wünschst. So wirst du die Hochzeit lebst. Die Zuschauer waren ganz top. Bist bei der Lanzer Hochzeit. Mehr kann man nicht sagen. Schön.